herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen A Day in the Life Vlog von mir. Heute kann ich euch erzählen, wie der Tag gestern geendet hat. Nach dem ersten Ergebnis meines Schwangerschaftstestes steckte mir ein leichter Schock in den Knochen und ein paar Minuten verbrachte ich gedankenverloren auf der Toilette. Dieser Test war positiv. Und ich kann euch nicht sagen, ob die nachfolgenden Tränen emotional positiv oder negativ waren. Um sicher zu gehen, habe ich noch einen Test gemacht, danach noch einen und den letzten auch noch. Somit insgesamt 4 Stück. Leute, es waren 2 positiv und 2 negativ. Also, was bin ich nun? Halb schwanger oder was? Es ist so verwirrend. Einerseits war da dieser Moment der Freude, dieser Funken Hoffnung auf ein neues Leben. Andererseits die Angst, die Unsicherheit und diese widersprüchlichen Ergebnisse, die mich völlig aus der Bahn geworfen haben. Als Gunnar nach Hause kam, wollte ich natürlich davon erzählen. Und natürlich überrannte ich den armen Kerl mit dem Thema total. Und ich war auch eine absolute Gefühlsachterbahn. Also haben wir beschlossen, einen Termin zu machen und morgen zum Arzt zu gehen. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen, ständig diese Frage im Kopf: Was bedeutet das jetzt für mich? Für uns? Und somit geht es los zum Arzt. Ich bin so dankbar dafür, dass Gunnar an meiner Seite ist und mich unterstützt und diesen Moment mich nicht alleine lässt. Obwohl ich so kurzfristig einen Termin erhalten habe, ging alles total zügig. Nach einigen Untersuchungen ging es anschließend zum Abschlussgespräch mit dem Arzt. Und seine Worte für diesen Moment waren pure Erleichterung. Ich bin nicht schwanger. Der Arzt meinte, die Tests sind nie zu 100% sicher und es wäre gut gewesen, dieses abzuklären. Er tippte darauf, dass durch den ganzen Stress mein Hormonhaushalt ein wenig durcheinander geraten ist und es dadurch zu falsch positiven Testen kommen könnte. Glücklich und erleichtert konnten wir den Arztbesuch hinter uns lassen. Zumindest, bis ich draußen auf mein Handy schaute und sah, dass Don und auch das Polizeirevier mehrmals versucht haben, mich zu erreichen. Also rief ich zurück und wurde gebeten, auf die Polizeistation zu kommen. Angekommen auf der Polizeistation, durften wir direkt in das Büro der Kriminalbeamten für Vermisstfälle. Uns wurde mitgeteilt, dass endlich alle Personen zum Junggesellenabschied befragt wurden. Aber hört selbst. Schön, dass Sie so kurzfristig noch einmal vorbeikommen konnten. Sie haben Chloe vor ein paar Tagen als vermisst gemeldet. Und unsere Beamten hat die Aussage von Ihnen aufgenommen. Nach einer gründlichen Überprüfung des Falles hat unser Kriminalbeamter für Vermisstenfälle, Mr. Sato, den Fall übernommen. Um Sie umfassend zu informieren, möchten wir mit den Erkenntnissen zu Terry beginnen. Wir haben versucht, Terry zu befragen und Hintergrundinformationen über ihn einzuholen. Gegen Ihren Vater liegen mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung vor, darunter Vorwürfe von Chloe und auch von Gunnar. Außerdem haben sich in der letzten Zeit viele Nachbarn über ihn beschwert, wegen Lärmbelästigung. Als wir Informationen über Chloe erhalten wollten, wurde er sehr aufbrausend. Sein letzter Kontakt mit Chloe sei im Krankenhaus gewesen und er streitet die Vorwürfe ab, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hätte. Er meinte, es sei eine ganz normale Unterhaltung zwischen einem geschiedenen Paar gewesen. Telefonisch haben wir auch die weiteren Gäste des Junggesellenfeier befragt. Keiner der besagten Gäste konnte uns Auskunft über Chloe geben. Alle berichteten, dass sie mit ihm, Miss Sherry, ins Krankenhaus gefahren sei und seitdem niemand ein weiteres Lebenszeichen von Chloe erhalten habe.
Nur die besorgten Anrufe von Don, ob Chloe bei ihm wäre oder ob jemand sie gesehen habe. Unser weiteres Vorgehen ist im Moment, Chloe aktuell aktiv als vermisste Person zu führen. Der behandelnde Arzt vom Abend im Krankenhaus wird zu diesem Vorfall befragt und Überwachungsmaterial vom Krankenhaus wird angefordert. Mehr können wir zu diesem Zeitpunkt leider nicht unternehmen und wir werden Sie über weitere Erkenntnisse auf den Laufenden halten. Auch wenn es nicht gerade die besten Informationen waren, haben wir jetzt Gewissheit, dass unsere Probleme ernst genommen werden. Doch so viel zum Thema Stress vermeiden. Um gemeinsam ein wenig Zeit zu verbringen und uns abzulenken, haben wir für heute Abend Don und Don Junior zum Grillen eingeladen. Die Situation fällt uns allen aktuell sehr schwer und so versuchen wir einfach, gemeinsam Zeit zu verbringen. Gunnar, der mal wieder den Chefkoch am Grill raushängen lässt, sorgt für leckeres Essen. Wir genießen seine kulinarischen Künste und lassen den Abend, so gut es geht, sorglos ausklingen. Und somit, meine Lieben, endet auch der heutige Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Über ein Like und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt auch gerne kostenlos diesen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Lasst die Community wachsen. Bye, eure Sherry.